Hallo, ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch einen Beschleunigungstest im Fahrmodus normal von 0 auf 110 Stundenkilometer. Hierbei zeige ich die Zeiten dazwischen und werde ich alle Werte genau darstellen. Das ist jetzt nun eine neue Testreihe, wo ich in den nächsten Wochen auch im Fahrmodus Eco und Eco Plus diese Werte auslese. Okay, kommen wir nun zum eigentlichen Test. Ich starte das Auto nun. Der Test wird mit dem CarScanner-App hier auch ausgelesen über GPS-Daten. Die 40 Stundenkilometer habe ich schon erreicht, jetzt erreiche ich schon die 100 Stundenkilometer. Das geht relativ flott und das war's schon. Es kann sein, dass die Strecke hier auf dem Evo nicht ganz, ganz gerade ist. Es geht vielleicht ein bisschen abwärts. Es ist eher positiv. Deswegen, weil normalerweise mit EAP sollten Werte zwischen 11,5 und 11,9 rauskommen. Ich habe in dem Fall einen Wert unter 11 sogar gehabt. Ich bin schon recht flott weggestartet. Aber es kann schon sein, dass auch die Windverhältnisse positiv waren bei dem Test. Aber naja, das zeigt mal, was das EAP-Auto so alles kann, wie schnell es beschleunigt. Im Anschluss des Videos zeige ich euch das grafisch auch auf und in den Tabellarisch. Ich möchte nur kurz erwähnen, zum Beispiel der ID4, der braucht hier zu 9 Sekunden auf 100 Stundenkilometer, beim EAP knapp die 11 Sekunden, also recht gute Werte. Okay, führen wir den Test nochmals aus mit einer anderen Darstellung. Ihr seht darauf links am Bild ein Tablet, was eigentlich immer im Auto hängt, damit ich die Daten von den zwei Dongle auslesen kann mit der CarScanner-App. Rechts sind ja die zwei Applikationen, hier der CarScanner die Zeitmessung und unten die Geschwindigkeit und der Verbrauch. Was wird von der Batterie verbraucht? Jetzt im Anschluss zeige ich nochmal das im Großformat, die Geschwindigkeit und den Verbrauch der Batterie, dass man sich das besser vorstellen kann. Der erreichte 100 Stundenkilometer im 60.000 Watt da verbraucht worden, direkt von der Batterie. Jetzt habe ich dann wieder runtergebremst bzw. Gas ausgelassen und deswegen rekuperiert er dann ja auch schon ein klein wenig. Okay, das nur als Beispiel, das ist die Geschwindigkeitsmessung im CarScanner, welche der CarScanner App selber darstellt. Deswegen sieht man hier recht gut um 11:25 oder 27 hier in etwa den Strich rauf, sozusagen die Geschwindigkeit. Hier sieht man die Beschleunigungsmessung mit Modus Normal. Links in der Grafik die Zeitmessung, unten die Geschwindigkeitsdifferenz. Das heißt, 0 auf 40 habe ich 2,7 Sekunden gebraucht. 0 auf 70 zum Beispiel dann 5,8 Sekunden, 0 auf 90 die 9 Sekunden und 0 auf 100 knapp 11 Sekunden. Das ist ein recht guter, sehr schneller Wert. Das heißt, wenn ich das vergleiche mit dem zum Beispiel ID3, welcher eigentlich auf Werte zwischen 7,3 und 8,99 Sekunden kommt, auf 0 auf 100, bin ich da nur um 1,5-2 Sekunden langsamer mit dem kleinen EAP. Und ähnliche Werte hat auch der ID4 mit 8,5 und 9 Sekunden. Deswegen ist man hier mit wirklich 0 auf 100 nur um 1,5-2 Sekunden langsamer. Das ist nicht so schlecht. Das ist ein sehr guter Wert, finde ich, für das kleine Auto. Normalerweise, soweit ich das nachgelesen habe, steht 0 auf 100 für ein EAP am 11,9 Sekunden. Ich habe das öfters getestet und das habe ich dann öfters erreicht. Auch ich war meist aber darunter sogar. Und bei diesem Test, die Straße ist vielleicht ein wenig geneigt und es waren bessere Windverhältnisse, deswegen kam auch dieser Wert 10,9 raus. Aber ich denke, weit weg von der Wirklichkeit ist er sicherlich nicht. Irgendwo zwischen 10,9 und 11,5 kommt man sicherlich mit dem EAP ohne Probleme ran von 0 auf 100. Okay, das war's jetzt. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ciao! Okay. Das war's. Mit den folgenden Bildern von Südtirol möchte ich mich
von euch heute verabschieden. Werde nun wöchentlich aktuelle Infos zum Thema E-App auf meinem YouTube-Kanal veröffentlichen. Meldet euch einfach, falls ihr noch Fragen habt oder Themenwünsche, dann werde ich diese versuchen auszuarbeiten. Ich hoffe, euch hat das Video von heute soweit gefallen. Für jedes Daumen hoch würde ich mich sehr freuen. Und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, denn es folgen ja noch weitere interessante Videos. Grüße, ciao, euer Elektroauto-Kanal.